Ja. Der Fan, der lässt grüßen. So, weiter geht's hier. War eine kleine Kurzunterbrechung. Entschuldigung. Ich hab mal kurz unterbrochen, weil ich auf Klo musste. Egal, weiter geht's. Schön, ich tue es schon wieder. Ich fahre Kesselwagen Richtung Hafen. Ich bin ja hellauf begeistert, Freunde. Ich bin hellauf begeistert. Also ganz ehrlich, ja, ich bin wirklich hellauf begeistert. Und bekloppt bin ich auch noch. Naja. So, ich habe eigentlich gar nicht geguckt, wo die alle hin müssen. Verdammt. Ach, verdammt. Ich hätte vielleicht vorher gucken sollen, wo die alle hin müssen. Aber machen wir das halt mal schnell. Moment. Da haben wir doch. G5. Okay. Und B5. Na. G5. Jetzt weiß ich natürlich nicht, was ist. Kann man mal schnell kicken, was ist. Was haben wir denn hier? Was bist denn du? Ist die 01. Also die 01 hängt hinten dran. Die 01 hängt hinten dran. Das ist der. Oh, toll. Oh, wie machen wir denn das? Ha, wie machen wir das? Naja, ich würde ja fast sagen, G5 rein, abkuppeln, rückwärts nach C2 an, das geht's ja nicht. Anders würde ich sagen, geht das leider heute nicht. Blöd. Blöd, 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 blöd. Blöd. Ah, Freunde. Naja. So. Wir haben es ja jetzt halt mittlerweile Donnerstag, wenn ich so richtig mitrechne, oder? Ja. Schöne Woche haben wir, oder? Wie geht's euch so an dem Donnerstagabend? Ja, für mich ist immer noch derselbe Tag, weil ich noch in der Aufnahme bin. Und ich muss jetzt hier gerade ein bisschen aufpassen, nicht, dass mir die Wagen hier wieder pling und dann pum, 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 pum machen. Ja, wie geht's euch so? Scheiße, ich hoffe, mir geht's gut. Also, ich bin schon, ja, guter Dinge, dass die Woche fast vorbei ist und nicht, dass ich meinen freien Tagen wieder entgegenstreben kann. So auf gut blöd. Aber naja. Ja, ich hoffe, dass ich bis dahin, bis zur nächsten Aufnahme, theoretisch mein neuestes Setup hier, was ich zu mir zu Weihnachten geleistet habe, richtig eingestellt habe. Also sprich Mikrofon, neues Headset und so weiter und so fort. Schauen wir mal. Damit es dann 2021 so richtig bergauf geht. Bergauf soll es gehen, ja. Naja. Ach ja, jetzt kommt langsam Müdigkeit wieder zum Vorschein. Prost. Aber hey. So. Na, was haben wir denn hier so heute? Ah, was kann man euch noch für Geschichten erzählen? Weiß ich nicht. Ich habe gerade nichts parat. Ich könnte mich nur über Leute aufregen. Es ist mir letztens wieder aufgefallen, wenn ich zum Arbeiten gefahren bin, auf der Rolltreppe. Oder generell U-Bahn, Bus und Tram. Weiß ich, kennt ihr das? Also falls ihr U-Bahn, Bus und Tram habt, ich gratuliere euch, bessere Verkehrsmittel, wenn sie richtig gut, sag ich mal, angelegt sind. Auf gut blöd, ja. Also, wenn sie gute Verbindungen so haben. Glückwunsch. Nachteil, Fahrgäste. Also mit Fahrgäste, mit Reisende. Ich weiß nicht, kennt ihr das Phänomen? Also ich habe das in München jetzt öfters beobachtet, wenn ich mit einer bestimmten U-Bahn fahre, ist immer so ein so ein, sagen, ja, warte mal, was ist denn das?
ja, türkisches Pärchen oder türkisches Frauenduo. Ja, ist mir so aufgefallen, sind aber auch Deutsche, um Gottes Willen. Ja, ich will jetzt niemanden ausgrenzen, aber das ist so ein Beispiel, was mir jeden Tag, wenn ich, also nicht jeden Tag, wenn ich halt immer mit dieser U-Bahn fahre, 5:02 Uhr. Ich bin noch nicht mal, die U-Bahn ist noch nicht mal eingefahren, schon stehen sie an der Tür, so gefühlt. So, die sind dann auch schon, ja, wie soll ich sagen, in der U-Bahn drinnen. So ungefähr kommt es mir vor. Also die sind dann so, ja, puf, ja, puf, ja, wie soll ich, ja, die U-Bahn steht noch nicht mal, die Türen sind irgendwo offen, jetzt sind die schon drinnen. Und drücken dich weg, nur weil sie einen fucking Sitzplatz wollen. Aber das hast du auch bei einer vollen U-Bahn. Wisst ihr, was ich meine, dieses? Und dann haben wir noch die Rolltreppen-Fuzis. Ja, Rolltreppen ist ja echt praktisch, weil man kann ja da ein bisschen Zeitersparnis rausholen, indem man die Rolltreppen auch hochgeht. Ja, Bewegung und so weiter. Mathematische Formel, was weiß ich was. Und ich weiß nicht, kennt ihr diese Kandidaten? Ich muss mich kurz konzentrieren, weil hier vorne steht, glaube ich, eine Weiche nicht richtig. So, jetzt müsste eigentlich alles passen. Ich muss mich konzentrieren, weil mein Route Manager geht ja immer noch nicht. Ich bin immer noch frustriert und traurig, dass es nicht funktioniert. Nee, aber so Rolltreppendeppen. Kennt ihr die Rolltreppendeppen, wenn ich sie? Weil. Die gehen die Rolltreppen hoch. Ja, erst mit vollem Elan drängen sie dich an dir vorbei, schubsen dich halbwegs weg. Ja, und am Ende, mitten auf der Rolltreppe, ja, was soll ich sagen, bleiben die Lackaffen einfach stehen. Die bleiben dann stehen. Kurzer Check zu meinem Wagen hinten. Ja, passt. Bleiben dann so mittendrin stehen, weil sie, ich kann nicht mehr. Klar, liegt vielleicht jetzt auch mit an der Maske und so weiter und so fort, aber die bleiben stehen. Was ist denn los mit euch, Leute? Das ist wie, kennt ihr das so? Weihnachtsshopping ist ganz speziell. Also, wenn wieder Weihnachtsshopping ist und man geht einkaufen, die Leute laufen mal vor einem. Und auf einmal bleiben die stehen, weil sie ins Schaufenster gucken müssen. Und du stößt den hinten in den Rücken. So, Warum? Warum bleibt man stehen? Deswegen hasse ich auch so das Oktoberfest. Ich hasse es. Ich gehe gerne drüber, um Gottes Willen. Also ich gehe echt gerne drüber. Moment. Aber diese Menschenmasse, die ist grauenvoll. Die geht mir so auf den Piss. Aber sowas von dermaßen geht die mir auf Piss. Boah, es geht gar nicht. Ich weiß nicht warum, aber es geht nicht. Das ist Grauzone bei mir, weil dann bleiben sie auf einmal vor deiner Fresse stehen. Oder kennt ihr auch das Phänomen, kennt ja jeder. Du läufst auf einen zu, ja, schnurstracks geradeaus. Ihr lauft doch aufeinander zu. Dann überlegst du dir so im Kopf schon mal links, rechts, rechts, links, links, rechts. Wo weiche ich jetzt aus? Du entscheidest dich für eine Seite. Du sagst rechts. Der Kollege vor dir geht nach links. Bam, bam. Das gleiche Spiel hier nochmal. Du denkst ja, okay, der ist jetzt auf meine Seite gewechselt. Wechsle ich halt auf die andere Seite. Ja, Freunde, genau das denkt sich der Herr Kollege, der gerade auf dich zurennt. Aber auch. Klassisches Phänomen. Das ist so wirklich ein klassisches Phänomen, wo ich mir denke, läuft. Läuft sehr gut, würde ich sagen. Naja. Schön. Das ist so. Menschen. Ich hasse Menschen. So, Kesselwagen sind noch alle drin, hoffentlich. Jawohl. Sind noch alle da. Ja, fahren wir doch mal wieder den Hafen an. Nach langer Zeit, nach langen Folgen mal wieder Hafen ansteuern. Yippie! Könnte mir auch was Schöneres vorstellen.
Naja. Was muss das muss, war? Ha, so. Ah ja. Ach, Freunde. Ich schaffe gerade 20 zu erzählen. Ich könnte natürlich wieder fluchen über dieses eine Thema, aber das ist hier auf diesem Kanal ab sofort gestrichen. Davon möchte ich jetzt auch nichts mehr hören. Ich habe mir zwar zu Silvester was gewünscht, aber irgendwie wird das nicht umgesetzt. Naja. Es ist jetzt nichts Bösartiges. Ich habe einfach nur gedacht, gut, hey, komm, ich wünsche mir einfach fürs neue Jahr, dass es ein bisschen an den Themen im Radio und sowas weniger wird. Naja, ist auch egal. Was kann man noch so? Ich habe gerade irgendwie nichts parat. Wenn ich ganz ehrlich bin, ich habe gerade echt nichts parat. An dem heutigen Donnerstag, die Woche ist doch fast rum, du Idiot. Ja, du Pfeife. Ja, genau du, die sich gerade die Kippe in den Mund steckt und hier auf Google irgendwas anguckt und mich irgendwie zuhört oder keine Ahnung, wo ihr mich gerade anguckt. Ich hoffe mal nicht bei diversen 22 Uhr Spielchen, weil das wäre echt krank. Oh hey, wer hat das nicht schon? Irgendein YouTuber sich angeguckt und währenddessen mit seiner Freundin ein bisschen 22 Uhr Spiele gemacht hat. Liebe Kinder, schaltet jetzt weg. Nein. Was wollte ich jetzt noch? Ich weiß es gerade gar nicht. Ich habe echt gerade keine Ahnung. Ich wüsste jetzt auch nicht, was ich erzählen kann. Ich habe gerade nichts mehr. Ich habe alles erzählt. Bier, Schneegeschichten. Bis jetzt ist nichts weiter passiert. Es ist ja immer noch dieselbe Aufnahme. Puh. Also habe ich nichts im Kopf. Außer, dass ich einen Schluck trinken muss. Moment, Prost. Ah, ist der wie so ein bekloppter Rentner aus Klo, ja, und dann haut sich schon wieder die nächste Pulle in die Gusche. Wahnsinn, der Typ, Wahnsinn. Weil ich es gerade sehe, ich weiß nicht, ich habe es noch nie geschafft, bei der großen Lok in den roten Bereich oder gelben Bereich zu kommen. Habe ich jetzt ehrlich gesagt noch nie geschafft. Naja, ist auch egal. So, schauen wir mal. Original Switch. Geht da jetzt mal endlich. Ja, war mir klar. Geht nicht. Schade. Schade, schade, Schokolade. Naja, war ja zu erwarten. Das war ja zu erwarten. Der arme kleine Routenmanager, der geht nicht mehr. Finde ich ehrlich gesagt traurig. Aber naja, so ist das Leben. Es ist einfach hart und ungerecht. So. Ah, wuff, wuff. Also falls ihr es hört, es ist ein Hund. Gerade ein bisschen leicht erschrocken. Das ist wie der Hund bei meinen Eltern. Da fängt auch einfach mal an zu bellen. Jetzt halt doch mal die Gusche da draußen. Ich muss mich hier konzentrieren. Nee, der Hund von meinen Eltern ist eigentlich voll süß. So ein kleiner, schöner Benner-Sennenhund. Schön flauschig, schön zum Knuddeln. Abgeben tue ich ihn sehr gerne. Behalten, nein, danke. Ich brauche keinen Hund, ehrlich gesagt. Ich habe auch gar keine Zeit für den Hund. Und wenn die anfängt, ja, wenn die anfängt, Wahnsinn, jedes Mal erschrecke ich mich, ja, sollte eigentlich gar nicht so sein, aber ich weiß nicht, ich sag dann immer wieder, Penny, kannst du das nicht mal ankündigen? Vielleicht tut sie sogar ankündigen und ich krieg's nicht mit. Das könnte natürlich auch sein, mein Freund. Oh ja, oh ja. Ach ja, so. Den veränderten Streckenabschnitt, Freunde. Und glaubt's mir, der ist verändert, weil wir hatten damals viel mehr als 40er hier drin stehen. Viel mehr 40er. Ich
weiß das doch, als ob das gestern gewesen wäre. So. Sind wir jetzt da mal drüber? Oder das dauert noch ein bisschen, wa? Ah, ich sollte mal hier wieder. Verräterisch. Oh. Ein Moment, mal kurz. Ich muss mal kurz das Fenster zumachen, sonst fällt er mir zu viel. Moment, bin gleich wieder da. So. Ah. Moment. Sitzt. Perfekt. Ah, es war der Hund. So ein, weiß ich nicht, ein fetter Labrador? Weiß ich nicht. Hat etwas Übergewicht, der Hund, und hat jetzt wahrscheinlich gerade gestreikt, weil er in der Kälte raus muss. Würde ich auch. Würde ich auch. Schön. Hat was. Hab keinen Bock. Aber am besten finde ich den Hund. Ich weiß nicht, habe ich das schon mal erzählt? Ich glaube. Wir haben hier einen, der so ein bisschen krass Bodybuilding macht. Ja, so richtig. Ah, ja, ja, so. Wow. Ah, haben wir hier. Ja, so, ist ja jedem seine. Also, ich trainiere lieber meinen Schutz, meinen Sixpack-Schutz. Für den Sommer und für den Winter. Ja, mein Sixpack muss ja geschützt bleiben für Winter und Sommer. Und der Typ, wenn der gassig geht, das ist der Wahnsinn. Das ist ein Bild für die Götter. Ich glaube, ich habe das schon mal erzählt gehabt, aber es ist immer wieder schön. Wisst ihr, so richtig so ungefähr 1,90, 1,95 großer Typ, breite Schultern, gut gebauter. Hier, ich gehe hier in der Fitnessstudio, wenn es offen haben sollte, hat es ja gerade nicht. Und er läuft neben ihm für so eine kleine Fußhupe. So ein Taschenhund. Das sieht so geil aus. Oh, ich bin so groß und stark, aber meine Freundin hat nur so eine kleine Fußhupe, die ich hier in der Gasse führen muss. Voll geil. Ah, das gefällt mir. Ah, schön. Bis jetzt sind es ein Alkesselwagen drin. Ah, das ist immer so ein Bild für die Götter, dieser Typ. Aber hey. So. Ja, witzig, könnte man nicht fast durchfahren, weil ich habe hier leider keinen Roadrunner, kein gar nichts. Geht nicht. Roadrunner geht nicht. Ich habe es gerade probiert. Aber er will nicht. Wir müssen nach G5. Nur mal so als Information. Moment mal kurz. Du kannst mal weg, danke. So. Ha, jetzt läuft schon besser. Ah, kurzzeitig geruckelt. Ja, hatte noch 18 Fenster offen, gefühlt von Chrom gerade. Oh, wie kann er nur? Ja, Entschuldigung, ich benutze keinen Edge. Ah, ich bin stolzer Chrom-Besitzer. Auch auf dem Handy. So, Freunde. Ach, Hafen. Lange nicht mehr gesehen und schon so sehr vermisst. Nicht. Nicht. So, ein bisschen mal in die Eisen gehen. Also die hinteren müssen nach G5 und die vorderen müssen nach C2. Merkt euch das euch bitte. Danke. Wie cool haben wir noch auf Tasche? Dann haben wir für die blöden Aufträge Zeit. 31 Minuten. Was sagt meine Uhr?
wird knapp. Wird knapp. Also Einkommen auf jeden Fall bonusmäßig abgeben. Das steht auf jeden Fall fest. Haha, Grafikbug. Na, von der Seite nicht. So. Schön, dass man hier immer noch mal so gechillt mit 40 reinfahren kann. Der Geschwindigkeitszeiger gefällt mir nicht. Ist irgendwas passiert. Läuft gerade. Ich bin ein bisschen vorsichtiger bei diesem scheiß Kesselwagen. Läuft noch alles gerade. Jo, dann fahren wir mal G5. Schön, oder? Ah, Paradies an Loks. Das passt. C war hier. Da müssen wir dann nachher rückwärts reinfahren. Oh, das sollten wir ja hinkriegen, wa? C2 ist sogar frei. Ist die Mitte. Ja. Zack. Jetzt biegen wir mal schnell ab. Mal kurz einbremsen ein bisschen. Bisschen auf Vorsicht hier reinfahren. Gut, passt auf. Ha, schön. So, mal kurz volle Konzentration. G5. Ah, das ist das wieder. Okay. Dum, dum, da, da, dum. Oh, diese Schneegeräusche. Ich mag das. Miau. Ah, ich mag auch die Schneegeräusche hier. Ah, herrlich. Weichen technisch dürfte da hinten nichts passieren, weil das geht alles nach links. Nur mal so als Info. Ist aber schon wieder so ewig lang. Jetzt kommt der G5-Teil. 01, richtig, und das ist 00. Perfekto. Würde ich sagen, dann stoppen wir nachher den Zug hier, also jetzt hat, und geben den Auftrag schon mal ab, dann kassieren wir schon mal die Bonuszahlung wahrscheinlich. Wow. Ja. So, machen wir das schon mal. Hopp, 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 hopp. Hopp. G0, du warst genau. Tada! Was? 6 Sekunden. Ja, wir haben sie noch gekriegt. Sehr gut. Also die Bonuszahlung haben wir schon mal safe. Sehr, sehr gut. So. Ha, jetzt bist du ja schon der nächste Auftrag. Schweinerei, Methan. So, dann lösen wir mal den ganzen Schnodderradatz. Ah, können wir uns auf jeden Fall locker die neue Versicherung leisten. Jawohl, die neue Lizenz ist so gut wie sicher, Freunde. Ja, Strike.
Schweikomatikus, würde ich sagen. Neu die Lizenz, gleich mal hier an einem Donnerstag. Die Woche haben wir schon gut beendet, würde ich sagen. Jetzt gehen wir noch schnell den Schnodderradatz ab. So. Und schon geht's rückwärts, wärts, 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 wärts. Neue Runde, Glück, 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 Glück. Wie ein Zombie damals. Oh, das waren Folgen. Wisst ihr noch damals, Sommel? Das waren Folgen. So, das dürfte ungefähr passen. Ungefähr. Ich werde hier ganz bestimmt keine 50 fahren, mein Freund. Gerade die Kurve. Habe ich Erinnerungen. Oh. Da hat sie mir doch mal die Lok, glaube ich, rausgeschmissen. Genau, die mittlere Lok hat sie mir, glaube ich, rausgekickt. Irgendwie so war doch immer was. Ich kann mich ganz wüste daran erinnern. Aber nur ganz wüst. Ganz, ganz wüst. Nee, eigentlich wäre es sinnvoll gewesen, erst C2 und dann G5. Naja. Hinterher ist man immer schlauer. Man sollte halt vorher nachgucken, wo die blöden Wagen hingehen. War ich wieder nicht so clever. Mit Speed. Oh, guckt schon schnell rüber. So, theoretisch müsste es passen. Jawohl. Vollbremsung. Ich kann mir. Nein. Ich kriege mir doch noch irgendwie Bonuszahlung. Schnell. 36,2. Nein, wir haben keine Bonuszahlung gekriegt. Bonuszahlung 31. Verdammt! Verdammt. Egal. Lololololo. Fies not cleared. Oh, leck mich doch am Arsch. Ja. Dann mach. Nerv nicht. Haben wir noch? Nein. Lizenz.
Tada! Ja. Ich bin stolz auf uns. Wir haben es geschafft. Es wird nur noch Militär. Jetzt will ich Hellspan 3 fahren. 2, 2. 1, 2. Nein. Nein. Toll. Jetzt, wo man es mal braucht, ist es nicht da. Da, Hellspan 3. 2 Pickups, load and prepare train with... Zwei Pickups für nichts. Nein. So, Freunde, dann tun wir mal kurz checken, was wir so haben. Also, Food. Haben wir auch mal was woanders hin? Schon. Ist doch der, den wir jetzt gerade hatten, oder? Na, Harbor, 9000 nur. Egal, vergiss es. Logistik. Schaut. Food Factory, kann man hier hin. City. Goods. Schaut. Maschinen haben wir noch nicht. City. Food. Maschinen. Billigdinger hier. Food war hier. Oh, voll viel nach Food. Stielmehl und Food. Wir könnten Stielmehl mitnehmen, aber haben wir noch was für Stielmehl? Stielmehl. Nein, nur eins nach Stielmehl. Das ist ja blöd. Das ist ja jetzt echt blöd, Freunde. Wir könnten es natürlich auch wieder so machen, dass wir City mitnehmen und Stielmehl. Und Stielmehl halt rückwärts ranjoppeln. Das könnte man theoretisch machen. Wisst ihr, was ich meine? Also wir nehmen den da und den da, fahren erst nach Stielmehl, also die Richtung, biegen hier links ab, fahren hier rückwärts wieder rein, geben Stielmehl ab, fahren dann Richtung City und geben das Ding ab. Ha, wäre das eine Idee? Ich gehe mal kurz checken, wo diese blöden Wagen stehen. Dann kann man uns Zeitersparnis machen. Jetzt habe ich mir die Nummer nicht gemerkt. Ups. Das wären was 31 und 28. 31, 28. Gehen wir halt nochmal schnell kicken. 31. Dann müsstest du die 28 sein. Nein, dann ist die 22. 28. Nein. Du könntest die 28 sein. Du siehst aus wie die 28. Nein, ist die 81. Also hier haben wir schon mal die 31. Du könntest die 28 sein. Ja, hier ist die 28. Ja, dann machen wir das doch. Also erst hier drauf. Also hier lang, bis geradeaus. Dann die 28 war hier. 31 war hier. Entschuldigung. Genau. Und ich sage, machen wir das doch mal. Jetzt holen wir erstmal unsere Loks wieder.